Sie bekommen noch einmal die heile Welt rund um das Wirtshaus zum Weißen Rössel präsentiert. Mit dem Humor, wie er Anfang der 60er angesagt war. Wir hätten auf der Tageskarte Äthelfüll, Plunzen und Kraut. Nee, also ich hätte lieber was zu essen. Papa, das ist was zu essen. Ach. Die Schlager hat er schon auf den Lippen. Dazu noch ein paar Liedstriche, etwas Puder. Dann wird aus Peter Grimberg Peter Alexander. Die Anzahl der Premierengäste zeigt, Peter Alexander zieht noch immer das Publikum an. Das Festspielhaus komplett ausverkauft. Nie wieder Alkohol. Hast du wieder zu tief ins Glas geguckt? Da, der Peter ist da hinten im Biergarten. Geh und lass den Stuhl hier. So, er wäre sehr glücklich gewesen. Und er hat es ja gesehen, er schaut ja von oben herunter. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Er hatte Mägde, hatte Knechte und eine Frau, das war das Schlechte. Baby, sing ein Lied für mich. Das dir Freude macht, weil dir die Liebe lacht. Sing, Baby, sing es auch für mich. Sind da alle Männer so schön? Die Leute tun, als ob die schöner dein Vergehen ist. Schokolade! Kleines Haus am blauen See und zwei Gitarren, die spielen von Liebe. Ein kleines Haus. Gardine vor dem Babydoll gesehen. Zuleika. Das hat der Regisseur so reingeschrieben. Komm und bedien dich bei mir, denn mein Herz und was dazu gehört ist dein. Dass er ihn nicht kopiert hat, war sehr gut. Er hat eine sehr gute Stimme. Er ist eine absolute Bühnenpersönlichkeit, eine Präsenz. Paris ist eine Reise wert. Paris, das muss man sehen. Holla! Kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe.